Hallo zusammen, sieht ein bisschen komisch aus hier auf dem Bauplatz. Wir kommen jetzt auch zur Folge 5. Ich musste das ganze U-Boot ein bisschen nach hinten schieben, dass ich weitere Verlängerung auch dran bekomme und ein bisschen in der Kamera, im Kamerabereich bleibe. Ja, so sieht's aus. Packen wir erstmal das Ding aus und dann sehen wir weiter, ob das klappt oder ob ich nochmal umräumen muss. Muss ich einfach mal ausprobieren. Okay, wir gucken mal schnell ins Heft, in die Folge 5. Ja, irgendwie ist das doch, das hatten wir doch schon mal, oder? Detailreich, Innenausbau. Hier sind dann die Bauschritte, kommen wir später dazu. Ah, von der Kombüse zum Heck. Der verhungert nicht. Der kommt auf jeden Fall satt von hinten bis nach vorn. Oh, das Mut hier, ja, bei der Arbeit. Oh, der hat damals schon Elektroherd. Wie lange hat es bei uns gedauert? Wir hatten erst was mit Kohle, dann hatten wir Gas und dann irgendwann Elektro. Das hat noch ein bisschen gedauert. So, dann ne, die Mahlzeit macht die Musik. Bisschen Maschinenraum. Ein bisschen schlafen. Was ist denn das? Okay, es liegt im Auge des Betrachters. Kann jeder denken, was er will. Und manchmal gibt es auch an der frischen Luft ein bisschen was zu knabbern. Joachim Schäpke. Müsste auch dem einen oder anderen bekannt sein. Und da hinten haben wir dann nochmal einen Blick auf die Ostsee. Das klingt schon wieder nach Urlaub. Wunderbar, apropos Urlaub. Bevor man in den Urlaub geht, man sich den verdienen muss. In dem Sinne machen wir mal hier die Geschichte der Bauschritte raus. Also hier habe ich die zwei Dinger. Wie nennt sich das? Hauptspant und vier weitere Querspanten. Hauptspant. Also das sind auch Spanten. Hauptspant. Alles klar, jetzt habe ich es begriffen. Schneiden wir aus, beschriften wir. Vorher natürlich und dann gucken wir mal, ob das klappt mit der Kamera und dann basteln wir die da rein. Machen wir nicht lang rum. Legen wir los. Okay, die Teile sind jetzt soweit rausgeschnitten und gefeilt. Hier sollen wir jetzt wieder zuerst die Verlängerung dran bauen.
Und dann das da dran. Genau. Oh, wie geht's dann weiter? Moment. Man muss mal gucken nochmal. Also, das ist dran gebaut. Okay, doch nicht so. Das haben wir bereits dran gebaut. Dann machen wir die Teile dann da dran. Und ganz zum Schluss kommt die Verlängerung. Boah, das geht schon eher. Das kriegt man hin. Ja. Gut, genug geschaut. Einfach angefangen. Ja gut, ich versuche doch mal die Kamera umzustellen, obwohl, ach, das wird bestimmt ein Chaos. Also probier es mal aus. Moment. Ach, so, Premiere. Ich sehe jetzt den Kamera-LED-Bildschirm gar nicht. Also ich hoffe, ich bleibe mal jetzt so ein bisschen im Bild. Muss hoffen, dass es jetzt gut geht, weil auf der Seite hatte ich die Kamera noch nie. Ja, bedingt, wie gesagt, durch den Display. Ich sehe echt nichts. Ich hoffe, dass die Ausrichtung jetzt die ganze Zeit hält und ihr ein bisschen mehr seht als ich. Mit Sicherheit seht ihr jetzt mehr. Ihr seht das Chaos hier. So, das muss ich bestimmt machen, weil da kommt dann noch eine Scheibe dran. So, muss ich mir das jetzt machen. Zack. So. Oh, ich glaube, ich bin auch im Bild. Das war jetzt die 24. Haben wir. Jetzt kommt die Nummer 25. Ja, jetzt lassen wir es mal laufen. Gute Viertelstunde ist jetzt vergangen, oder eher 20 Minuten. Jetzt haben wir das Ding soweit fertig, war ja nicht schwierig, außer die diversen Platzprobleme. Also die nächste Folge, die wird ein bisschen dauern. Dank der Gewichte haben wir das, denke ich mal, gut hingekriegt. Natürlich klebt es fest. Jetzt muss man kurz das Ding ablegen. Jetzt hier durch die Decke fällt. So, was haben wir?
kriegen das wieder ab. Wo ist denn mein Superlineal? Vielleicht das noch weg. So, die Klammer noch weg. Jo. Und jetzt vorsichtig anheben. Kommt mal das Metallideal. So. Dann noch lösen. Hat auch vielleicht ein bisschen zu viel Holzleim genommen. Wie macht ihr das eigentlich so, dass das nicht festklebt auf der Schnittmatte? Könnt ihr mal einen Tipp rauslassen? Schreibt doch mal nicht rein, ihr nehmt weniger Leim. Okay, ja, das Teil, jetzt bin ich gespannt. Hält. Es wippt. Okay. Wow. Es ist ja noch nicht mal komplett von der Länge. Also nochmal von hier vorne bis hier hinten in einer ungewohnten Kameraposition. Würde mal sagen, das Ding kommt jetzt auf einen Meter. Vielleicht mal messen, so 50. Und das reicht nicht. 50, ich habe jetzt alle Hände voll. Ich würde mal sagen 1,10 Meter. So, also Freunde, wenn ihr das Teil habt und ihr seid bei der Folge 4 oder beziehungsweise 5, so wie ich, dann guckt, dass ihr genug Platz habt. Ich werde jetzt das Ding ganz gut weglegen, vielleicht noch mal ein bisschen beschweren und noch mal ein paar Minuten ruhen lassen und dann mal gucken. Ich habe irgendwie noch so eine Helling hinten rumliegen. Ich weiß bloß noch nicht, wie das zusammenzubauen ist. Ich schaue mal, ob mir da jemand helfen kann. Ich glaube, da weiß schon jemand, der gemeint ist. Die Bilder werden kommen. Jetzt bin ich erst mal ein bisschen gestresst von der Arbeitswoche. Das war schon wieder ein Arbeitswochenbeginn mit einem Heftigstau. Da hat man eigentlich zu gar nichts mehr Lust, außer vielleicht hier oben sich hinzusetzen, ein bisschen runterzukommen nach 2 Stunden Stau. In dem Sinne hoffe ich doch, dass wir uns im einen der nächsten Teile mal wiedersehen, folgen. Und scheiße, ich glaube, das Ding beim nächsten Mal wird noch länger. Also werde ich den Tisch umräumen. Es wird ein bisschen dauern mit der nächsten Folge, die ich umgeräumt habe. In der Woche ist die Zeit recht knapp. Aber ich hoffe, wir sehen uns da bald demnächst wieder hier bei Modellbahnhof, der am Platzmangel leidet. Tschüss.